Hallo und herzlich willkommen. Heißt Tempas. Ich freue mich, dass ihr von der Dreieckbox genauso begeistert wart wie ich. Hier seht ihr sie nochmal in der Größe, in der Sam Donald sie vorgestellt hatte. Ich habe mir jetzt allerdings gedacht, dass so eine große, hübsche Box doch auch eine schnuckelige kleine Schwester haben könnte und habe deswegen das Ganze nochmal ein bisschen verkleinert, wie ihr sehen könnt, um einiges. Aber da passt natürlich auch noch eine kleine Süßigkeit rein. Ihr braucht dazu einen Bogen DIN A5 Papier, den ihr auf 16 cm kürzt in der Länge, wo normalerweise 21 cm sind und die andere Breite beibehaltet. Und bei den 16 cm müsst ihr dann auf 2, 6, 10 und 14 cm falzen und an den äußeren Rändern bei 4 cm. So, ich mache das jetzt nochmal hier auf meinem Papierschneider. Ich fange mit so Maßen wie 2 cm immer gerne so an, dass ich jetzt das ganze Papier so anlege, wie ich das hier gerade zeige, weil ich gerne halt die Länge der Schiene noch nutze, damit das Papier auch ordentlich liegen bleibt. Und für die anderen Maße muss ich natürlich dann umdrehen, weil das ja sonst nicht mehr passt. Also nochmal bei 2, bei 6, bei 10 und bei 14 cm. Also das jetzt bei 10 und jetzt dann halt nochmal bei 14 cm. Und dann muss ich natürlich drehen und an den Seiten jeweils bei 4 cm auch noch die Falzlinie ziehen. Muss mal kurz nachmessen. Okay, war richtig. Ja, dann muss ich natürlich auf der anderen Seite auch noch für diese 4 cm meine Falzlinie ziehen. Und dann müssen wir jetzt, wie das bei der großen Box auch war, in diesem mittleren Quadrat hier oben die Mitte ausmessen, damit wir das Dreieck dann hier so einfügen können. Ich drehe das mal ein bisschen. Also hier ist es natürlich dann bei 2 cm und dann werden, wie das auch bei der großen Box war, das bleibt natürlich das gleiche, hier auch so die Diagonalen gezogen. Und natürlich auf der anderen Seite dann nochmal genau dasselbe. Wer die große Box schon gebastelt hat, der weiß ja jetzt genau, wie das ist. Braucht im Prinzip einfach nur die anderen Maße nochmal sich aufzuschreiben. Denn die Box an sich bleibt ja die gleiche. Sie ist halt jetzt nur ein bisschen kleiner. Das heißt natürlich auch, wir müssen jetzt wieder mit der Schere arbeiten. Und hier an der Linie entlang einschneiden bis zu der Diagonalen. Das könnt ihr dann ein bisschen einkürzen, denn das ist wiederum die Klebelasche. Und ihr wisst ja schon, ich schneide an der Kante immer gerne so ein kleines Stückchen noch weg, weil ich finde, dass man das Ganze dann hinterher besser kleben kann. Und das müsst ihr natürlich rum machen, bis euer Papier dann so aussieht. Und dann ist es am einfachsten, wenn ihr jetzt erstmal wieder eure Linien knickt. Ihr seht dann auch schon wieder die Form der Box. An den Seiten auch die Diagonalen ruhig wieder einfalten. Ich finde, dass man dann hinterher die Box einfacher zusammen machen kann. So ist jetzt dann das Grundgerüst soweit fertig. Und jetzt brauchen wir natürlich einmal noch wieder dieses kleine Eingriffloch. Das habe ich auch bei dieser Box mit dem kleinen Oval gemacht. Ihr seht, das passt noch. Das ist zwar natürlich jetzt im Verhältnis etwas größer, aber man muss ja trotzdem den Finger auch noch reinbekommen. Und ich finde, das sieht trotzdem noch hübsch aus. Hier auch natürlich wieder die Seitenkanten zum Einkleben. Ordentlich andrücken und auch sehen, dass das gut passt. Und wenn ihr dann rundum fertig seid, dann sieht eure Box so aus. Jetzt habe ich natürlich zwischendurch schon einmal die Ecken für die Laschen oben gerundet. Da ihr wisst, wie das geht, ist es wohl nicht so schlimm, dass das aus dem Video jetzt rausgeschnitten ist. Und wenn ihr jetzt die Form schon mal so ein bisschen formt, bevor ihr das einsteckt, dann seht ihr, geht das auch bei der kleinen ganz gut. Und ich finde, dass sie in der Größe auch richtig süß aussieht. Also ist eine nette Deko, so als kleines Goodie für den Tisch. Und ich habe sie hier dann nochmal ein bisschen hübsch dekoriert, einfach mit
Designerpapier und dem kleinen Spruch für dich. Hier nochmal zum Vergleich die große. Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, welche Größe euch jetzt am besten anspricht. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.